Wenn du noch Probleme bei Ark hast, du nicht genau weißt, was du machen sollst und andauernd stirbst und irgendwie auch die Gegenstände falsch benutzt, dann solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe heute 10 Tipps und Tricks für dich, die du auf jeden Fall in Ark wissen solltest. Moin, mein Name ist Nico der Profi und durch Epic sind viele neue Ark-Spieler dazu gekommen, weil es das Spiel einfach kostenlos gab. Deswegen heute für euch 10 Tipps und Tricks, die euch auf jeden Fall beim Start von Ark helfen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an und zwar sind das die Basics. Wir haben zwei verschiedene Werkzeuge, das ist die Spitzhacke und das ist einmal die Axt. Und die unterscheiden sich tatsächlich in ihrer Anwendung. Mit der Axt bekommen wir bei einem Baum zum Beispiel mehr Holz als Stroh, bei einem Stein bekommen wir mehr Stein als Feuerstein heraus und bei einem Tier, das wir abfarmen können, sollten wir mehr Leder als Fleisch rausbekommen. Hat jetzt hier auch geklappt, ist nicht immer der Fall, vor allem bei so kleinen Tieren, die nicht so viel rausgeben. Die Spitzhacke hingegen gibt uns mehr Stroh als Holz, wenn wir Bäume abfällen. Wir bekommen bei Stein mehr Feuerstein als Stein raus, demonstriere das nochmal, und wir bekommen damit auch Metall raus, wenn die Steine Metall enthalten, haben wir jetzt auch einmal bekommen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 und zwar ist das folgender: Wie levelt man denn nun schnell seinen Charakter? Und da habt ihr folgende Möglichkeiten. Also generell sammelt ihr schon mal EP dadurch, dass ihr einfach Sachen abfarmt, wie ich jetzt hier. Ich habe bei mir allerdings jetzt schon das maximale Level erreicht, weshalb ich jetzt hier nicht mehr EP kriege und das auch nicht mehr angezeigt bekomme. Und wenn ihr genügend Dinge gefarmt habt, dann könnt ihr auch einfach Fundamente zum Beispiel bauen zum Leveln. Natürlich müsst ihr euch dann immer wieder steigern, ne? Also erst die Strohfundamente, dann irgendwann Holz und dann Stein, wenn ihr das Level habt, um die zu bauen. Und wenn ihr die gebaut habt, dann setzt ihr die einfach hier hin. Ihr könnt die auch ruhig ineinander placen, dass die direkt wieder kaputt gehen. Also könnt ihr direkt wieder neu bauen und könnt einfach schnell leveln. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr euch einen Mörser und Stößel herstellt und da Narkosemittel drin zubereitet. Einen Mörser und Stößel müsst ihr auf einem Fundament platzieren und dann braucht ihr Narkosebeeren und verdorbenes Fleisch, damit ihr Narkosemittel herstellen könnt. Und das Rezept müsst ihr auch einmal lernen, dass ihr Narkosemittel herstellen könnt und dann stellt ihr einfach alle her. Ihr könnt natürlich auch ein Floß bauen, das bringt auch super viele EP, aber was ihr vor allem auch noch machen könnt, ist vorher so eine Box hier aufzusammeln. Da gibt es sehr, sehr viele von auf der Map. Und wenn ihr die einsammelt, dann leckt das manchmal kurz. Dann kommt jetzt hier was zu dem Schwein, was euch auch heilen kann. Und das könnt ihr rausklicken und ihr seht jetzt unten rechts läuft ein Timer ab. Das heißt, das müsste jetzt doppelte EP sein oder vierfache. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt eben dann Fundamente baut und Narkose leerstellt, in der Zeit bekommt ihr eben doppelte oder vierfache EP dafür. Und entweder spart ihr euch diese Kisten auf, wenn ihr sie seht und merkt euch, wo die sind und nutzt die dann effizient eben mit dem Bauen zusammen. Oder ihr hebt einfach alle auf, weil es gibt da unglaublich viele von auf der Map und es ist eigentlich egal, wann ihr die einsammelt, bin ich der Meinung. Zumindest im Singleplayer. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und zwar, wie leveln wir denn auch unseren Dino schnell? Und da habt ihr auch folgende Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr damit auch farmen oder beispielsweise mit dem Argentavis eben hier andere Dinos platt machen. Das gibt euch auf jeden Fall EP, aber ihr könnt denselben Trick auch anwenden, den wir schon angewendet haben zuvor mit den Kisten. Und zwar müsst ihr da einfach auch reinrennen. Das wird jetzt hier nicht passieren, weil die haben wir schon aufgehoben. Aber dann wird auch neben eurem Argentavis bzw. neben der Leiste von eurem Dino angezeigt, dass ihr da auch einen EP-Buff habt. Wichtig ist, dass ihr dabei auf dem Tier drauf sitzt und das gemeinsam einsammelt, sonst hat das Tier den Buff nicht. Wenn ihr bei euch im Singleplayer oder auf dem Server PvP aktiviert habt, dann könnt ihr auch noch eine weitere Methode nutzen, um eure Dinos und euch selbst schnell zu leveln. Und zwar das folgende: Wir haben jetzt hier einen kleinen Baby-Megatherium. Und gehen wir mal davon aus, dass wir das nicht brauchen, weil die Werte sind schlecht. Dann können wir uns das einfach schnappen und machen das einfach platt, langsam, aber sicher. Und leveln dadurch auch sehr, sehr schnell. Dadurch gibt es auch sehr, sehr viel EP. Könnt ihr also auch nutzen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo die ganzen Explorer-Nodes sind, da gibt es etliche Videos zu auf YouTube. Einfach mal selbst danach suchen. Oder wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch eins unten noch verlinken, was ich gut finde. Und dann könnt ihr am Anfang direkt richtig reinleveln. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und zwar ist das die Flinte. Die habe ich hier mal im Argentavis vorbereitet. Und die könnt ihr mit Betäubungspfeilen benutzen und ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, euch eine Flinte herzustellen. Ich habe die früher immer nicht benutzt, weil ich das nämlich nicht wusste, dass man da sehr gut Tiere betäuben kann. Ja, ihr habt eine längere Nachladezeit als zum Beispiel bei der Armbrust, aber ihr macht mehr Torpor, bin ich der Meinung, und ihr macht vor allem weniger Schaden beim Zähmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit ein Tier tötet, wenn ihr zähmen wollt, ist eigentlich bei Null. Wir machen das mal eben, wir können jetzt hier auf den Para schießen, wenn wir ihn treffen würden. Er läuft dann weg, normalerweise würden wir natürlich auch eine Bola nach ihm werfen, damit er nicht abhauen kann. Aber so könnt ihr eben entspannt hier auf Tiere schießen und sie dann auch betäuben. Wir gucken mal eben schnell rein. Da am Leben hat sich dann nicht so viel getan. Da sind 80 runtergegangen. Nicht mal ganz. Also easy damit zu betäuben. Aber die Flinte kann auch mehr. Und zwar können wir die Flinte auch mit einem Zielfernrohr benutzen. Das wusste ich lange Zeit auch nicht. Einfach hier auf die Flinte raufziehen. Dann könnt ihr damit nicht mehr betäuben. Das ist wichtig zu wissen. Ja, ihr könnt nicht mit einem Zielfernrohr betäuben. Haut euch dann da einfach einfache Gewehrmunition rein. Und könnt nun wunderbar auch aus der Distanz auf Dinos schießen,
die vielleicht bei euch in der Base hängen oder auf einem Spot hängen, wo ihr bauen wollt, die aber vielleicht für euch zu stark sind, und so könnt ihr das Ganze unter Kontrolle bringen und beispielsweise auch dann sehr starke Dinos fertig machen. Wir versuchen das mal mit dem Raptor zum Beispiel, haben wir jetzt nicht getroffen, aber so könnt ihr auf jeden Fall von einer Erhöhung aus auch auf Tiere schießen und die dann eben entfernen sozusagen. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, und zwar ist es das richtige Zähmen. Ihr kennt das vielleicht, ihr wollt einen Dino zähmen und er stirbt, bevor ihr ihn überhaupt gelegt habt und er betäubt ist. Ist mir in meiner Laufbahn auch schon das eine oder andere Mal passiert. Und wir betreiben mal so ein bisschen Fehlerbehebung hier jetzt an der ganzen Sache. Wichtig ist zum Beispiel, dass ihr die richtigen Pfeile benutzt, wenn ihr mit einer Armbrust oder einem Bogen schießt. Zum Beispiel die Betäubungspfeile. Ja, das sind die richtigen, nicht die normalen Steinpfeile. Was ihr noch machen könnt, was zwar nicht dazu führt, dass ihr das Tier nicht tötet, aber was dafür sorgt, dass es sicher steht, sind Bolas. Nehmt Bolas mit, zum Beispiel jetzt hier bei einem Dilo. Schmeißt wieder mal drauf, der steht jetzt sicher und kann erstmal nichts mehr machen. Und wir können jetzt drauf schießen. Ja. Und er stirbt tatsächlich, weil wir jetzt hier die Armbrust genommen haben bei einem Level 8er. Ist zu viel für ihn. Das führt mich zu Punkt Nummer 3, und zwar ist es, benutzt die richtige Waffe. Wie finde ich heraus, was die richtige Waffe ist? Das gucken wir uns jetzt an. Wir befinden uns im Dododex und da geben wir jetzt einfach mal Dilo ein und schauen mal bei Level 150 bzw. bei Level 8, weil wir gehen mal davon aus. Wir hätten uns den jetzt zähmen wollen, was wir da benutzen. So, wir geben hier Level 8 ein, gehen dann einmal runter und dann sehen wir, dass wir eigentlich mit keiner Waffe hier irgendwie eine Chance auf Tod hätten. Das wird sonst hier stehen. Das Problem ist aber, dass wir jetzt keinen normalen Crossbow benutzt haben, sondern einen Crossbow, der deutlich stärker ist, was dann eben zum Tod führen kann. Wir schauen uns das nochmal eben beim Iguanodon an, scrollen nochmal wieder einmal runter und dann sehen wir das jetzt auch zum Beispiel, wenn wir mit dem Boomerang raufgehen würden, hätten wir eine Prozent von 77,8%, dass uns das Tier stirbt, weil der zu viel Schaden macht. Deshalb macht es schon Sinn, jetzt hier auch die richtige Waffe dann auszuwählen, um das Tier nicht zu töten. Was aber auch nochmal ein wichtiger Hinweis ist, ist folgender. Lasst auch ruhig mal Zeit zwischen den Schüssen, das heißt, geht da nicht rauf wie so ein Besenkter und haut da die ganze Zeit die Pfeile rein. Ihr müsst auch darauf achten, wie stark blutet das Tier zum Beispiel, denn daran könnt ihr erkennen, ob das Tier jetzt gleich stirbt oder eben nicht, und dann lasst es noch mal ein bisschen regenerieren. Aber wenn ihr jetzt hier mit dem Torpor reinschießt, mit dem Pfeil, gut, das gibt jetzt direkt um, weil das auch wieder ein Low-Level ist und die Armbrust so stark ist. Weil wenn wir ein Tier mit einem Pfeil treffen und sagen wir mal, ein Pfeil würde 100 Torpor machen, dann sind diese 100 Torpor nicht direkt bei Eintreten des Pfeils erreicht, sondern die werden über Zeit verteilt, quasi ausgeschüttet. Deswegen lasst auf jeden Fall ein paar Sekunden Zeit zwischen dem nächsten Schuss, wenn das jetzt ein Tier ist, was stark anfängt zu bluten und nicht mit euch klarkommt. Wie kann man eigentlich Gegenstände in Ark so richtig schön symmetrisch platzieren? Das zeige ich euch jetzt, dass es so aussieht wie hier. Und was ihr dafür braucht, ist eine Leiter. Die müsst ihr einfach hier auf einem Fundament platzieren, sodass ihr von der entsprechenden Seite rankommt, wo dann später die Gegenstände hin sollen. Ne? Also wie jetzt bei mir. Ist es richtig aufgestellt. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt hier noch weitere Schränke platzieren wollen. Dann treffen wir halt hier nicht die richtige Linie und das ist irgendwie alles ein bisschen blöd und so. Deshalb gehen wir einmal auf die Leiter rauf, wählen dann unseren Schrank aus. Wir können jetzt hier nach links und rechts nichts mehr machen, nur nach oben und unten. Richten uns selbst ein bisschen aus und können jetzt von der Leiter quasi runtergehen. Und im Prinzip müssen wir noch die richtige Linie haben, weil ich bin, glaube ich, kein Stück weiter nach links gegangen. Und dann könnt ihr das, wenn ihr an der richtigen Stelle seid, das einfach platzieren. Den nächsten Schrank auswählen, wieder platzieren. Den nächsten Schrank auswählen und wieder platzieren. Und immer so weiter. Ihr müsst nur darauf achten, dass eben die Abstände dann entsprechend eingehalten werden. Aber das kriegt man mit der Zeit hin und das funktioniert mit allen Gegenständen. Das funktioniert dann auch mit den Beeten zum Beispiel. Da könntet ihr zum Beispiel auch die Leiter jetzt hier in der Mitte platzieren, denn nach links und rechts dürft ihr gehen. Wir gehen nochmal rauf und wählen das auch nochmal aus. Gehen wieder runter und wir dürfen uns jetzt hier nach links und rechts bewegen. Das ist kein Problem. Das Einzige, was wir jetzt nicht machen dürfen, ist hier mit der Maus spielen, weil dann wird es wieder schräg. Also links, rechts ist okay, vorne, hinten auch. Und dann könnt ihr eben auf der Linie arbeiten. Geht hier einmal hin, setzt die und fertig ist der Lack. Dann sind die Sachen auch mal ohne S-Plus schön angeordnet. Punkt Nummer 7 beschäftigt sich damit, wie man Pillar schön setzen kann, sodass es nicht so aussieht und die Hälfte nach oben rausguckt, weil das ist einfach nur hässlich. Sondern damit es so aussieht wie hier, dass wir das kaum sehen quasi und es kaum auffällt. Ihr macht einfach Folgendes. Ihr setzt das Ding hier so rein, dass das Ding nach oben komplett durchschaut. Setzt dann hier den unteren, aber so, dass ihr den unteren Snap-Point habt. Ihr seht das jetzt hier, es gibt zwei Snap-Points, na, genau hingucken, dass ihr den unteren bekommt. Wir haben jetzt hier den oberen, den unteren, den unteren. Da einfach ransetzen, nach unten verlängern und dann könnt ihr oben das Ding wegnehmen und es sieht alles normal aus. Also ihr habt dann unten fällt nichts weg, oben guckt nichts raus, sehr schön. So könnt ihr den Pillar vernünftig setzen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Kommen wir zu Tipp Nummer 8 und dabei geht es um das Floß. Das Floß ist eine super Sache in Ark und ihr könnt das einfach hier platzieren und damit könnt ihr euch auch in neue Gefilde begeben. Relativ easy. Ich weiß nicht, warum in einem Anfängergebiet
an dem Strand einfach ein Megalodon ist. Ich kann es mir nicht erklären. Wie dem auch sei, das Tolle am Floß ist, dass ihr da eben in neue Gefilde mitkommen könnt und das eben relativ easy. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir damit durch den Sumpf fahren oder so, dann sind wir relativ ungeschützt hier drauf. Und zwar können wir das Floß einfach mit Fundamenten bebauen und ihr solltet so ein bisschen auch das Ruder hinten einbauen, denn ihr könnt immer noch damit fahren, aber ihr seid jetzt eingebaut und da kommt kein Dino mehr ran. Das heißt, ihr seid schon mal vor Dinos geschützt. Da setzt ihr euch einfach 4 Fundamente drauf, könnt ringsherum noch ein paar Steindächer bauen und zieht dann anschließend einfach Wände drumherum, die mindestens 2 hoch sind. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, dann setzt ihr euch einfach hier noch ein Steintor rein, setzt außen ein paar Rampen dran und dann könnt ihr mit eurem Floß hier einfach an den Strand ranfahren, wobei das halt kein Floß mehr ist, sondern so eine kleine Festung. Und wenn ihr dann Dinos habt, die ihr mitnehmen wollt, dann fahrt ihr einfach hier an den Strand ran und dann lauft ihr damit rein und könnt ihr mitnehmen. Super easy, könnt ihr neue Gebiete mit erkunden, ihr könnt auch eure Dinos mitnehmen, ihr könnt hier auch Sachen drin platzieren, Kisten, ein Lagerfeuer, keine Ahnung was. Was man alles so braucht, ist quasi eine mobile Base auf dem Wasser. Was ich euch allerdings nicht empfehlen würde, ist zu weit aus Wasser rauszufahren, also aufs offene Meer, ne? Weil das kann böse enden, nur mal so als kleiner Hinweis. Und wenn wir schon bei neuen Gebieten sind, kommen wir auch zu Punkt Nummer 9. Und zwar ist es der Enki und der Dödi, denn die werden euch auf jeden Fall begegnen, wenn ihr euch weiter in die Insel reinbegebt oder irgendwie an Bergen unterwegs seid. Der Enki ist ein exzellenter Farmer für Metall und Feuerstein, den solltet ihr euch auf jeden Fall sehen. Und der Dödi, die kleine Kugel, die bei mir übrigens auch unter Naturschutz steht, also ich verteidige jede angegriffene Kugel, die ich sehe, ist exzellent zum Steinfarmen. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Und der Dödi kann auf jeden Fall auch automatisch farmen. Das heißt, den könnt ihr irgendwo bei Stein absetzen und der macht dann die Arbeit für euch von alleine. Kommen wir zu Tipp Nummer 10 und dabei geht es um Alpha-Tiere und diese zu töten. Denn die können euch A, viel EP bringen, könnt ihr auch mit einer Explorer-Note verbinden, wenn ihr wisst, wo ein Alpha ist und wo eine Note ist. Und ihr bekommt dadurch auch besseres Equip. So, und wir können jetzt mal eben die Taktik auch mit dem Gewehr ausprobieren. Der Kano dürfte hier meines Wissens nach nicht hochkommen. Das heißt, wir können jetzt mal hier mit der Sniper raufgehen und mal ordentlich Schaden machen und er bleibt jetzt hier unten hängen und kann uns jetzt erstmal nichts. Wenn ihr also genug Schuss habt, könnt ihr das schön mit der Line-Sniper auf ihn raufschießen und das auch schon auf größere Distanz, am besten aus der Höhe und ihn dann so fertig machen. So müsst ihr keinen Dino opfern und vor allem euch auch nicht opfern, um dann besseres Equip zu bekommen oder den Alpha zu töten. Falls ihr jetzt aber sagt, nee, das möchte ich mir alles nicht erfahren, die Munition viel zu viel dafür, um jetzt so einen Alpha zu legen, dann könnt ihr euch auch ein gutes Strike nehmen, was mit einem Alpha klarkommen sollte. Wichtige Werte sind natürlich hierbei die Gesundheit, aber vor allem auch die Ausdauer. Denn bei einem Trike ist es ja so, dass ihr auch einen Knockback habt, wenn ihr Dinos wegschlagt. Und ein Alpha hat ja sehr viel Leben, das heißt, ihr braucht halt viel Ausdauer, um häufig schlagen zu können. Dann könnt ihr euch den auch vom Leib halten. Idealerweise ist dann so ein Kano auch direkt am Wasser und wird immer wieder ins Wasser zurückgeschleudert und braucht so länger, um zu euch zu kommen. So könnt ihr immer noch ein bisschen Ausdauer einsparen, aber mit der Zeit solltet ihr auf jeden Fall dann auch den Kano hier gelegt bekommen. Der ist jetzt auch nur Level 3, ist also nicht so eine große Gefahr. Und wir haben hier auch ein High-Level Triceratops am Start, aber das funktioniert auf jeden Fall auch super gut mit Raptoren. Da müsst ihr aber aufpassen, die sind sehr, sehr schnell, wenn es Alphas sind. Da lohnt sich dann am besten die Möglichkeit mit dem Wasser, die dann von euch fernzuhalten. Und wie gesagt, ihr braucht einfach Ausdauer bei eurem Trike. Da ein paar Level reinstecken und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und man sieht ja jetzt, dass der Kano hier gar nicht rankommt und gar keinen Schnitt landen kann gegen uns. Und selbst wenn, würde er uns nicht häufig genug treffen. Und da ist eben die Ausdauer entscheidend. Und wir bekommen jetzt hier auch, wir haben direkt schon eine Metallaxt bekommen von ihm. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ein 192er Bogen. Wir haben hier eine 194er meisterhafte Metallaxt bekommen. Und eine Metallspitzhacke. Das heißt, holt euch einfach ein gutes Strike. Aber wie gesagt, bei Alpha Raptor ein bisschen aufpassen. Die sind schneller wieder da. Das heißt, da braucht ihr ein bisschen mehr Ausdauer. Die richtige Taktik ist da einfach das Ding. Dann sind Alphas auf jeden Fall auch kein Problem. Das sind auf jeden Fall meine 10 Tipps und Tricks für dich für den Einstieg bei ARK. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal weiter, denn so wird das Video auch weiteren Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin und ciao.